fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash of Clans mit mir, Fred, endlich mal wieder mit Facecam. Ich habe mir gedacht, wir packen die Facecam mal wieder aus. Das ist mir ein bisschen noch zu nah dran. Das Mikro, warte mal, ich muss eben noch die Lautstärke ein bisschen hochdrehen. So, auf 12, ja. Das sollte eigentlich alles passen, wir sind dabei und ja. Ihr seht meine Base, was hat sich getan? Ich habe alle Lager voll, ich habe alle Minen und Sammler voll, ich habe alles komplett voll. Und ja, deswegen würde ich sagen, diese Folge wird nicht über das Update gesprochen, wir haben erstmal lang genug darüber gesprochen. Ich habe einen Überschuss an Update-Informationen in meinem Kopf, das geht gar nicht, Also, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute mal die ganzen Minen und Sammler und wir wollen die ganzen Lager mal leeren. Das heißt, wir wollen 16 Millionen rauskloppen. Es ist wirklich richtig voll. Ich habe 152.000 dunkles Elixier. Nach dem Clankrieg werden wir die Königin Duffen mit auf Level 30 machen und ja. Ich würde sagen, wir fangen an und machen jetzt 4 Mauerstücke. Oh, habe ich kaum noch was übrig, aber egal. 4 Mauerstücke, Level 11. Nummer 1. Bam, da sind sie schon ein bisschen leerer. Nummer 2, jetzt sind sie gleich ganz leer. Ah, alle ganz leer. Nein. Okay, Nummer 3. Das schöne Gold. Das ist unglaublich. Das ist alles leer jetzt. Und es hat sich überhaupt in der Base fast nichts nichts getan, außer diese 4 Mauerstücke. Es ist einfach so abartig. Na gut, ja, das war... Jetzt kann ich das wieder einsammeln hier alles. Dann füllt es sich zumindest wieder ein bisschen. Dann gab ich wenigstens wieder ein bisschen Gold für eine Gegnersuche. 20.000, das heißt ungefähr 20 mal überspringen. Wir machen mal eine neue Base rein, die ich mir mal selber gebaut habe. Die sehr schön ist, finde ich. Macht schon was her. Und ja, ich habe leider erst einen Kessel. Ich weiß nicht genau, vielleicht könnt ihr mir das ja beantworten. Kann man 2 Kessel haben? Konnte mir noch keiner eine Antwort drauf geben. Weil einfach noch niemand, den ich kenne, 2 Kessel hat. Keine Ahnung, wir werden sehen. Also, wir suchen mal eben, ich kann euch ja mal meinen Angriffslog zeigen. Ja, war schon ganz zufriedenstellend auf jeden Fall. Wir gucken uns jetzt erst das hier an. Das war nämlich ein richtig guter Loot. Den kann ich ja gleich nicht mehr teilen, wenn wir noch einen neuen haben. Oh, das war der. Oh mein Gott. Oh, das war der, wo ich fast nichts richtig bekommen habe, weil ich nur die Kackertruppen dabei hatte. Egal. Ja, richtig viel Loot auf jeden Fall und ich kam nicht an alles ran. Weil ich halt... Es fehlten bei diesem Angriff fehlten auf jeden Fall die Riesen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. So. Trypskis rein. Königin hinterher. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich die Königin in diesem Fall mit hatte, die hat schon einiges rausgerissen. Muss man tatsächlich sagen, der König dabei, dann hätte ich, glaube ich, fast alles bekommen. Er hat sogar ein 20er König und eine 19er Königin, aber... Pff, natürlich alles in der Mitte ist natürlich mega schlecht. So. Jetzt hatte ich fast nichts mehr an Zeug. Jetzt habe ich noch den Heilzauber gesetzt, damit meine Königin am Leben bleibt. Das war eine weise Entscheidung auf jeden Fall. Sie kümmert sich jetzt noch um den König. Danach kümmert sie sich um den Magierturm, um den Bogenturm. So. Und zu diesem Zeitpunkt war jetzt erstmal alles in der Nähe, was die Königin noch großartig gefährdet, war jetzt erstmal weg. Das bedeutet, ich konnte jetzt in aller Ruhe hier, ja, den Heilzauber nochmal draufsetzen. Die Königin ist jetzt gleich wieder bei vollem Leben. Das ist schon mal sehr gut. So. Sie kümmern sich jetzt um das. Hier unten sind noch diese beiden Minen und Sammler rappelvoll. Die wollte ich natürlich gerne noch haben. Ja, jetzt kümmert sie sich natürlich erst wieder um... Kümmert sie erst wieder um die Lager. So, da kriegt sie noch ein bisschen was weg. Leider nicht alles bekommen. Da sehen wir noch einen. Ja, der war natürlich total sinnlos. Hätte ich mir schenken können, im Grunde. War trotzdem ein ganz ordentlicher Loot, muss ich sagen. Und wir suchen jetzt auch mal selber einen raus. Wir gucken gleich mal auf den Klankriegsgegner noch drauf. Und ja, wir haben volle Truppen. Aber bevor ich jetzt die neuen Truppen mache, muss ich natürlich erstmal wieder... Boah, ich habe kaum noch... Ich habe ja kaum noch Elixier. Ja. Gut, wenn man alles voll macht. Aber ich kann noch sammeln. Wir sammeln es noch eben. Und haben wieder 600.000. Wunderbar, wunderbar. Wir können wieder arbeiten. 4 Stück, 2 Stück davon. Noch ein paar Barbaren hinterhergeknallt. Ach, schön mal wieder. Also eine richtig normale Runde Clash of Clans ohne dieses Update-Gelaber. Da haben wir jetzt echt genug von gehört. Ich habe übrigens Supercell auch mal angeschrieben, ob denn nicht die Möglichkeit besteht, mal ein bisschen Gameplay noch zu bekommen und sowas. Das wäre natürlich recht gut. Würde ich mich freuen, wenn ich da von Supercell eine Antwort bekäme. Ich habe sie, glaube ich, noch nie angeschrieben vorher. Das ist, glaube ich, das allererste Mal. Aber man weiß ja nie. Vielleicht klappt es ja so. Wir suchen jetzt mal eben einen Gegner raus. Bleibt dabei und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Freunde. Wir haben jemanden gefunden mit extrem viel Loot. Ich habe zwischendurch noch... Ich kann es ja mal kurz zeigen.
Ich hab den Livestream noch geguckt. Also von gestern den Livestream. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, Tai von Big Brother. Und wir müssen mal eben schauen, wie wir das jetzt am geschicktesten angehen. Boah, hier sind so viele Verteidigungsanlagen einfach. Ich muss echt mal gucken, wie ich das jetzt hier mache. Das ist ein 30er König. Oh, oh, oh. Ja, den müssen wir relativ schnell down kriegen am besten. Oh, Leute. Leute, so viel Loot. Wir kriegen auf jeden Fall noch den Bonus kriegen wir auch noch. Alter, das ist echt schwierig, das alles. Puh. Wie kriegt das denn hin? Hat er irgendwo Bomben noch? Alter, ist das viel Loot eigentlich? Eigentlich viel Loot, dann hat er aber auch noch Loot in der Mitte. Was es auch nochmal schwieriger macht. Dann hat er hier überall noch was. Oh, das wird eine Herausforderung sondergleichen. Ich habe aber zum Glück noch meine Helden. Das heißt, mit denen können wir zum Glück auch noch was machen. Ja, ich hatte echt gedacht, er würde eher dahin gehen. Na gut. Hat er echt die Mauern so hingestellt, dass man da nicht gescheit hinkommt, ey. Das ist übel. Was hast du mir gemacht? Es ist viel Loot. Es ist viel Loot, den ich natürlich gerne haben möchte. Ja, schön. Erst zumindest erstmal alles, was hier außen ist in den Minen und Sammlern. Danach sehen wir mal weiter, was wir noch machen. Boah, es ist nicht. Eieieiei. Es ist viel Loot. Es ist auch noch richtig viel Dunkles. Da komme ich wahrscheinlich. Naja, an das Dunkle komme ich nicht ran. Mist, hätte ich jetzt mal die Blitzzauber. Verdammte Scheiße. Oh. Verdammt, meine ich natürlich. Verdammt. So. Es sind noch 500.000 Gold da. Das kriegen wir natürlich noch. Das heißt natürlich, ich versuche es. Ich versuche mein Bestes, es noch zu bekommen. Schicke jetzt mal die... Ja, schicke die Riesen mal vor. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier noch was bekommen können. Los, holt euch noch. Holt euch noch, wenn ich diese beiden da bekomme, dann wäre es schon mal nicht schlecht. Ja. Komm. Ein bisschen Gold noch. Na, nicht den Bogenturm. Sollte ich das Gold holen? Das ist da wollen sie nicht so wie ich will. Aber hier ist auch noch was, da ist noch eine Goldmine, da sind noch zwei Stück. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten mal? Ich habe noch einige Barbaren übrig, die schicke ich jetzt erstmal dahin, so. Jetzt lassen wir das mal aufsprengen, zack, okay, da kommen wir vielleicht, na, da ist die Königin im Weg. Ansonsten hatte ich gedacht, kommen wir vielleicht schon an die eine Mine so ran. Komm, nur noch 49 Sekunden. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Mal überlegen. Wo ist noch was? Da oben ist noch eine Mine. Da ist noch eine Mine. Ich brauche auf jeden Fall... Ja, komm. Es nützt ja alles nichts. Ich muss mich jetzt echt entscheiden. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. König dahin. Clan-Truppen auf die Mine. Boah, was mache ich denn jetzt noch? Scheiße. Nur noch 20 Sekunden. Und die dahin. Und jetzt hoffen, dass wir noch ein bisschen was kriegen. Ah, ey, das ist echt gar nicht mehr so einfach gewesen. Ich lasse es mal laufen. Vielleicht kriegen wir noch die 50%. Ah, 46, nein, kriegen wir, glaube ich, nicht mehr ganz. Aber sie kriegen noch ein bisschen Gold sogar. Oh, der war echt gar nicht mal so schlechter. Der war gar nicht mal so schlechter Raid. Ist okay, oder? Ist auf jeden Fall okay. Plus 50.000, das ist echt... Ohne Zauber, vor allem ohne die Blitzzauber in der Mitte. Ich hätte echt noch viel Dunkles gekriegt, aber... Es war uns nicht vergönnt. Es war uns einfach nicht vergönnt. Wir fordern mal eben noch ein paar neue Truppen an. Wir liegen bei 153.000 Dunklem, was ja nicht so schlecht ist. Und ich habe mir gerade auf jeden Fall nochmal den... Ja, ich werde heute nichts zum Update erzählen. Das wird erst wieder morgen kommen. Vielleicht morgen. Aber heute nicht. Wir gucken mal eben noch einen Kessel. Ich würde ihn ja gerne abbauen, aber ich weiß halt nicht, ob ich da nochmal einen bekomme. Ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, mehrere Kessel zu bekommen. Ich weiß nicht. Wir gucken mal eben auf den Klarkriegsgegner. 300 Kings. Und wenn ihr Tipps habt für die ersten, also für die 1, 2 und 3, wie man sie am besten angreifen kann, schreibt hier drunter in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. Das ist wie gesagt die Nummer 1. Wir gucken mal eben die ersten 3 mal eben durch. So, pff. Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich. Er hier würde ich eher sagen, ist etwas für Go-Wee-Wee oder vielleicht mit vielleicht 4 Golems. Ein Golem, 2 Golem, 2 in der Mitte plus die Hexen hier in die Mitte und dann halt noch jeweils 5 Magier auch noch an den Außenseiten, weil er halt den Inferno auf Single stehen hat. Nur so eine Idee von mir. Und die Nummer 3, eine typische Base eigentlich. Ja, nur die Luftabwehr steht halt sehr weit außen und ist auch nicht sehr hoch. Deswegen hatte ich, ich glaube der Prinz Papi hatte mir gesagt, mit dem Queen Walk vielleicht. Ansonsten hatte ich überlegt, vielleicht auch mit Golaloon. Weil man ja diese Luftabwehr und diese hier auch relativ, also man bekommt ja die 3 Luftabwehren eigentlich relativ schnell. Zumindest wenn du das aufteilst, bekommst du 2 davon relativ schnell down. Deswegen, wenn ihr Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich wirklich freuen. Ich bin ja nicht gerade der größte
Gott, wisst ihr ja, aber ihr seid es vielleicht mehr als ich und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dazu was schreibt und dann würde ich auch sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bei dieser Folge Clash of Clans mit mir, dem Fred, abonnieren nicht vergessen. Gratis Gems hier unten und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.